Die Heckaffäre am Amtsgericht Worms, Landgericht Mainz und bei der Staatsanwaltschaft Mainz kostete Richterin Yildirim den Job als Strafrichterin am Amtsgericht Worms. Nach der Anweisung von Richterin Yildirim, dass die Polizei und Rettungssanitäter alles Notwendige tun, dass sich rechtswidrig und obwohl noch zwei nicht abgeschlossene Befangenheitsanträge liefen, zur Verhandlung vorgeführt werde, was die Polizei der Hagenstraße Worms als Anweisung verstand, mich vor der Verhandlung am 27.05.2019 in einer Zelle zu foltern, ist die Karriere von Richterin Yildirim als Strafrichterin am Amtsgericht Worms schon nach wenigen Monaten zu Ende. Auf das Skandalurteil der Richterin Yildirim vom 27.05.2019, das mehr Verfahrensfehler hatte, als ich Finger an einer Hand, erging am 15. Juni 2019 meine einstweilige Verfügung als Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht Karlsruhe. Mit Beschluss vom 24. Juli 2019 verkündete das Landgericht Mainz mit seiner 11. Änderung des Geschäftsverteilungsplans für 2019 unter Punkt 3, Seite 1, Richterin Dr. Yildirim wird als an zuletzt genannter Stelle des Geschäftsverteilungsplans Beisitzerin der 9. Zivilkammer. Soll heißen, die perfide Rechtsbeugerin Richterin Yildirim ist als vorsitzende Strafrichterin am Amtsgericht Worms entlassen und abgesägt worden und ist jetzt nur noch Beisitzerin der 9. Zivilkammer am Landgericht Mainz. Damit hat die Affäre am Amtsgericht Worms, Landgericht Mainz und bei der Staatsanwaltschaft Mainz um Thorsten Heck und Viktor Neumüller nach Richter Bergmann und Richter Kuiper mit Richterin Yildirim einen dritten Richter sein Amt beim Amtsgericht Worms gekostet. Das ist auch gut so, denn Rechtsbeuger gehören nicht als Richter in einen deutschen Gerichtssaal, sondern gehören wie ihre Justizopfer abgeurteilt und hinter Schloss und Riegel.